Kane schläft ganz schön. Alter! Leute! Wow! Er hat die Pommes in die Bratpfanne geworfen. Was? Das sind so Liz-Moves. Ich dachte, du kannst besser kochen als ich. Das wären so meine fatalen Fehler, die ich mache. Und dann lebt das Essen und krabbelt weg und tötet Menschen. So wie in Animes. Diese lila, böse Aura. Der Tentakel hier dann rauskommen aus dem Essen. Lecker! Manchmal hat man so Tage und gerade Montag. Ja, stimmt. Das stimmt. Pommes kann man auch in die Bratpfanne machen, habe ich auch schon. Aber das ist doch viel ätzender, oder nicht? ハーレ。うん。よく似合ってるよ。いや、finde ich auch。そうか。 もう少しこのままにしとくかね。ポリシーはどこに行ったんだ。骨が折れそうだね。ボコボコにしてやるぜ。手加減しねえぜ。俺の番ね。とっておき。なめんなよ。 Ja, jetzt weicht er auch noch aus. Bis noch 60, dann sind wir bei 1100 Subs. Du zählst das schon. Auf damit, Keks! Bisschen umständlich, ja, aber es geht, muss noch heiß genug sein. Ja. Hätte dafür gar nicht die Geduld. Aber gerade wie ein Zombie auf Fleischsuche. Aber immerhin machst du dir jetzt was zu essen. Kriegst du den Hack? Ach, diese Nemesis-Kopie da. Ich lehne ihn mal an. Daneben? Okay, geht nicht. Der will sich da nicht so einlullen lassen. Der kriegt jetzt voll aufs Maul. Ja, alles wird aus Hack gemacht, Mirko. Klar. Keks nur 71, dann seid ihr bei 1111. Ja. Wunderschöne Zahl. Keks schleift ganz schön was. Wow. Aber echt.
Schämt euch mal. Wenn Shadow das sagt, dann muss es ja wahr sein. Boah, der hält echt viel. Oh, jetzt ist er verliebt, ja? Das ist nur meine Chance. Was, wer hat einen Lümmel versteckt? Was? Weil du es versteckt hast, du Lümmel. Was? Der wenig Schaden. Also schau kurz in den Chat und liest nur Lümmel, wie wir jetzt wieder dastehen, Chat. Ja, ist ja nichts Neues, ne? Über das Geländer steigen, das ist ja köstlich. Ja, komm, das gibt's doch nicht. Langsam reicht's ja mit dir. Ey, ohne Scheiß, haben wir jetzt hier. Kriegt jetzt einen harten Ball ins Gesicht. Hier, nimm meinen harten Ball. Ich habe noch einen in der Hose. Soll ich den rausholen? Wieder stopp it. Warum? Nancy Chan, ich rufe dich. Genau, Ben. Los, Nancy. Jetzt reicht's mir. Schneid ihn seine Bälle ab. Los. Schlitzer. Nancy-chan! Oh Gott. Na gut, das Geld hat sich gelohnt. Könnt ihr nicht einfach auf der Straße bleiben? Warum müsst ihr denn immer aufs Gelände?
Die ganze Zeit darüber klettern. Hier, guck, die gehen jetzt hier zurück. What the fuck? Null Yen. So, hier habe ich jetzt auch mein Geld gekriegt. Sehr schön. Sehr schön. Wer bist du denn? Ja, lass doch die Blume, die hat dir nichts getan. Unfassbar. Die Gegner cheaten doch. Ja! Aber richtig. Kann nicht wahr sein. Boah, was zur Hölle. Genau, er rollt weg. Jetzt hackt's aber langsam hier. Überfahr ihn! Rückwärts! Level 23! Hm? Sind schon ein bisschen stärker als. Ja. Mal schnell ausschalten. Ja, der widersteht die Angriffe, das ist klar. Los, dreht auf ihn ein. Ja, los. Spieß ihn auf. Sehr schön. Gut gemacht. Was ist das? Ich habe den Titel der Filme gesehen, den ich nicht mehr erinnern kann. 感動系の映画でもう一回見たいんだ。何だったかな。ボーイミーツガールの映画で君の、いや、俺の水臓が叫びたがってるんだみたいなタイトルなんだが。なんだそれ。主人公の内臓大丈夫か。おじさんが断酒する映画なの。いや、もっと爽やかな青春を描いてた映画なんだが。まあ今度そんな感じの見つけたら教えてやるよ。 俺の胃袋が持たれているんだ。だってか。胃もたれの映画じゃねえよ。これは思い出せそうにないわね。まだまだいけるわ。何見てんの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 。何見
Oh, Shadow. What the fuck? Weich mal gerade den Gegnern aus. Oh, da sind schon die nächsten. Na toll. Hat sich ja gelohnt, das Ausweichen. Ich glaube, der Cheddar hat mit gesoffen. Ganz komische Sachen habt ihr getrunken heute. Heute ist besonders schlimm heute, ja. Die mal ausweichen, das gibt's doch nicht. Ich hatte es besonders blöse heute. Sehr blöse. Ja, bitteschön. Eigentlich ein Auftrag? Okay, das verwirrt mich jetzt. Okay. Scheint nicht so zu klappen. Eine gute Tat. Natürlich ja so diese theatralische Musik. Die Schlafböcke. Oh, Ise. Ja, und dann fette Spende. まあ、うまくいってないみたいだな。募金活動。はい、そうなんです。頑張って声をかけてもみんな行っちゃって。まさか一人でやってんのか？両親は。手術のお金が必要だから、お父さんやお母さんは遅くまでお仕事してて。そっか。大変なんだな。
だからお父さんやお母さんが来れない分私が頑張らないと。それに恵まれない子供たちのためにどうか募金を。募金お願いします。 Warum kommen die mir so ein bisschen rüber wie Betrüger? Ich finde das Kind vertrauenswürdiger als die zwei da drüben. ちょっと場所を変えるか。闇雲に話しかけてもうまくいかないだろう。もっと目立つところでやらないとな。少しだけ手伝ってやるよ。ありがとうございます。私、めぐみって言います。おじさんは？俺は春日だ。じゃあちょっくらいい場所を探すかな。募金が集まりそうな場所は。 Ich hoffe mal, dass es klappt. Das ist mein Laden, ihr könnt hier keine Spenden sammeln, ohne mir wenigstens was vorher zu sagen. Dafür braucht man heutzutage eine Erlaubnis, hätte ich mir denken können. Mein Fehler, das habe ich vielleicht vergessen. Hast du was dagegen, wenn wir uns vor den Laden stellen? Das ist für die Operation von meinem kleinen Bruder. Na, wenn das so ist, natürlich. Ich dachte, ihr wärt wie die Leute von vorhin. Aber wenn es wirklich um eine gute Sache geht, dann erlaube ich es natürlich. Unsinn, du machst den schwersten Teil. Also viel Glück. Cool, wir haben die Genehmigung. Dann legen wir mal gleich los. Na, ich hoffe mal, dass sie es hinkriegt. Oh, das ist viel. Siehst du? Der richtige Standort ist das Wichtigste. Und hier darfst du stehen, also ist das dein bester Standort. Danke für die Hilfe. Ich bleibe hier und sammle weiter. Aber es ist sicher auch viel anstrengender, weil hier so viel mehr Leute sind, oder? Ich bin echt viel erschöpfter als sonst, aber es ist nichts im Vergleich zu dem, was Markun durchmacht. Markun? Ach, dein kleiner Bruder? Ja, er freut sich schon darauf, wieder mit mir und Mama und Papa in den Vergnügungspark zu gehen. Klar, verstehe ich. Dann sorgen wir dafür, dass er das auch kann. Ich muss bald nach Hause. Vielen, vielen Dank für deine ganze Hilfe. Oh hey, ich wusste nicht, dass du hier bist. Ich wollte nicht stören, entschuldige wegen vorhin. Ich dachte, ihr würdet mit den Typen da drüben unter einer Decke stecken. Mit denen da? Mhm. Sieht aus, als würden die für irgendeinen guten Zweck sammeln, oder? Stimmt was? Ich habe keine Beweise, aber ich glaube, sie sammeln das Geld für sich selber. Ja, das glaube ich auch. Es ist nur ein Gerücht, aber das wäre doch schrecklich, oder? Vor allem, wenn sie Kinder in Not als Köder missbrauchen. Ich dachte, ihr zwei macht da vielleicht auch mit. Im Ernst? Ja, da lag ich wohl falsch. Ihr dürft gerne von meinem Laden sammeln. Wollte ich euch nur kurz sagen. Also bis bald. Also ich würde den Bettlern eher was zu essen geben als Geld. Ja. Erstmal so drei Döner. Also haben wir noch einen Auftrag angenommen. Oben ist auch noch was. Hier sind gerade so viele Aufträge, ich weiß gar nicht, wo ich hier anfangen soll. Hm.
Glaubst du weg, die Betrüger? Die Aufgabe geht wahrscheinlich später erst weiter. Weil die meisten Nebenaufgaben haben hier so mehrere Etappen. Das dauert dann aber so ein bisschen. Du musst dann irgendwie Hauptmission weitermachen oder nebenbei was anderes. Mal schauen. Hallo. ありがとうございました。 Hallo, Skillers King. So, wo waren das jetzt? Da unten irgendwo. Hier an der Station. Was gibt's denn hier so Schönes? Noch eine Nebenaufgabe. Boah. Es sind so viele Nebenaufgaben. Simple, verlass mich nicht. Geht's dir gut? Tut mir leid, ich dachte nur, du würdest weinen. Oh ja, das habe ich auch. Ich kann dir zuhören, wenn du magst. Manchmal hilft es, es einfach rauszulassen, weißt du? Aber wenn du nicht mit einem Fremden reden willst, verstehe ich das auch. Eigentlich ist das gar nichts so Großes. Aber mein Senpai, den ich schon so lange liebe, geht plötzlich zum Studieren ins Ausland. Okay. Und wenn er wiederkommt, geht er direkt an die Universität, ganz weit weg von hier. Ich bin zum Bahnhof gekommen, um ihm meine Gefühle zu beichten, aber bei dem Gedanken, ihn nie wiederzusehen, musste ich heulen und kann nicht mehr aufhören. Jetzt verstehe ich. Und jetzt ist dein Senpai schon weg? Nein, er steht auf dem Bahnsteig. Aber das heißt, dass er bald abfährt, oder? Okay. Ich wünsche mir nichts mehr, als mich zu verabschieden, aber mein Senpai darf mich nicht so sehen mit verheulten Augen und verschmiertem Make-up. Ich sehe grauenhaft aus. Ach komm schon, so schlimm ist es auch wieder nicht. Doch. Und ich werde sterben, wenn er mich so verheult und verrotzt in Erinnerung behält. Aber ich würde auch dafür sterben, ihn noch ein letztes Mal zu sehen. Warum wollt ihr denn immer sterben? Bleibt mal ruhig. Ihn mit einem Lächeln und vielleicht einen Kuss zu verabschieden. Aber das geht nicht. Hey, hey, mach dich doch nicht so fertig. Ich weiß, ich sollte einfach gehen. Mein Senpai steht direkt da oben an der Treppe. Aber wenn ich ihn sehe, wird das eine totale Katastrophe. Da bin ich mir sicher. Was soll ich nun machen? Ich bin wie angewurzelt. Ich kann mich nicht bewegen. Egal, was ich mache, es kann nur schief gehen. Jemand gehen zu lassen, ist immer schwer. Ich wünschte, ich könnte irgendwie helfen. Ja, das stimmt wirklich. Das ist wirklich sehr schwer. Sie braucht nur den Mut, den ersten Schritt zu machen. Schade, dass sie nicht wie dieser Geschäftsmann ist und mit vollem Tempo läuft. Wobei das natürlich nur am Kimchi lag. Gib ihr das Kimchi. Stimmt was nicht? Du bist plötzlich so still geworden. Oh nein, alles gut. Das ist doch meine Idee. Wenn ich ihr ein bisschen ultrascharfes Kimchi gebe, rennt sie sofort die Treppe rauf. Aber ihr Abschied könnte versaut werden, wenn das Zeug zu stark ist. Was ist die beste Option? Oh, Scheiße. Ich weiß, dass es schwer ist, von jemandem getrennt zu sein, der einem viel bedeutet. Ehrlich. Du weißt das? Ja, und du willst ihm einfach nur sagen, wie du empfindest, oder? Ja, aber meine Füße bewegen sich nicht, egal was ich mache. Oh nein, es tut mir jetzt schon so leid. Wie wär's dann, wenn ich dir einen kleinen Schubser versetze? Oh nein. Hier, wo hat der denn das jetzt her? Wo hat der denn jetzt den ganzen Topf her? Okay. Wie bitte?
Komm schon. Igitt, nein! Warum denn Kimchi und warum versuchst du mich zu füttern? Ich will dich nicht füttern. Ich biete dir eine Abkürzung zum Erfolg an. Jetzt stell dich nicht so an und probier es. Das ist das Dümmste, das ich je gehört habe und auch noch von einem Wildfremden. Als würde Kimchi meine Probleme lösen. Achtung, Zugfahrt auf Gleis 1. Bitte bleiben Sie hinter der gelben Linie. Hey, die Uhr tickt. Du musst sofort gehen, sonst ist es zu spät. Frag dich einfach, will ich meinen Senpai sehen oder nicht? Also gut, wenn Kimchi hilft, dann mache ich das. Aber ich glaube kaum, dass das irgendwas ändert. Oh nein. Das ist viel zu scharf! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Sie ist besessen! Oh nein. Verzeihung, hier darf man nur mit Fahrkarte durch. Auch wenn man nur jemanden zum Zug bringt. Okay. Kyoko, was ist denn los? Dein Gesicht ist ganz rot. Das war das Kimchi. Komm, ich bringe dich zum Arzt. Nein, das wird schon wieder. Es ist nicht so schlimm, wie es aussieht. Aber es tut mir leid, wegen mir hast du deinen Zug verpasst. Ist doch völlig egal. Ich bin einfach nur froh, dass es dir gut geht. Senpai, wie sie dampft. Hör mal, ich muss dir was sagen. Was denn? Mir geht das schon ziemlich lange so. Oh Gott. Was passiert hier? Was passiert hier? Hast du ihm deine Gefühle gebeichtet? Oh, ja. Weißt du was? Wir gehen auf dieselbe Universität, also wenn ich mit der Schule fertig bin. Aber er hat gesagt, dass er auf mich wartet. Mhm. Super, dann ist ja alles gut ausgegangen, oder? Ja, schon. Es wird ganz schön einsam bis dahin und ich bin nicht die Beste in der Schule. Ich weiß gar nicht, ob die Uni mich nimmt. Aber davon lasse ich mich nicht abhalten. Und hey, vielen Dank für deine Hilfe. Kein Problem. Muss schön sein, jung und verliebt zu sein. Siehst du, deine Augen haben zwar getränt wie verrückt und deine Backen waren rot wie eine Tomate, aber ein schönes Lächeln ist das Einzige, was zählt. Danke, aber das Kimchi hätte nicht unbedingt sein müssen. Stimmt wohl, mein Fehler. Oh Mann, naja, ich gehe jetzt mal lernen. Ich muss mich anstrengen, um es auf die Uni zu schaffen. Viel Glück. Oh. Legt sich mit prall gefüllten Bauch aufs, was? Gefüllten Bauch aufs Bett. Sehr schön. Hab ein Buffet ausgeführt. Dann kriegst du deinen wohlverdienten Hack. Er ist Japaner, er wird warten. Was? Du hast mir gezeigt, wie nützlich Kimchi sein kann. Vielleicht teile ich das mit anderen, die so aussehen, als könnten sie es brauchen. Gibt es noch andere Leute, denen das Zeug nutzen könnte? Wir stopfen jetzt einfach ganz Japan mit Kimchi voll. Gute Nacht, Thor. Schlaf schön. Danke, dass du da warst. Auch wenn ich halb explodiere und fast sterbe, das war es wert. Immerhin ist der Magen jetzt gefüllt. Das ist doch gut. Hier oben ist auch noch eine Aufgabe. Uff. Okay. Puh, Shadow, puh.
Das letzte Bild von ihr war sie als dampfende Tomate und Tränen in Augen, ja. So behält man sie jetzt in Erinnerung. Ein Traum. Oh, das war knapp. Oh, wie viel von diesen Wappen muss man denn finden? Hier liegen echt eine Menge rum. Wenn man hier so nach oben kann, gibt es hier bestimmt was zum Sammeln. Oder? Oh, wo bin ich denn jetzt? Guten Tag, hier kann man shoppen gehen. Oh. Golfschläge. Die Klobürste, mit die Klobürste. Ein Edelshop hier. Tja, ich sagte doch, hier oben gibt's was zu sammeln. Wo laufen wir eigentlich hin? Da nach oben, okay. Ich dachte schon, wir laufen falsch. Können wir hier rein? Kaffeemitarbeiter. Oh, lecker. Oh. Boah, Essen. Alles. Itadakimasu. Oh, lecker. Itadakimasu. Ich muss die ganze Karte bestellen. Arigatou gozaimashita. Alles. Ja, ich habe jetzt alles gegessen. Mann in Sportsachen. Es ist zum Kotzen. Wie soll ich bitte eine komplett neue Technik lernen? Geht's dir gut? Du hast doch nicht irgendwie das Bein verletzt oder so? Hä? Oh nein, gar nicht. Weißt du, ich bin Sprinter in einem Leichtathletik-Team und ich versuche, meine Zeit zu verbessern. Das ist ja cool. Oh nein. Sollen wir ihm Kimchi geben? Aber wenn ich versuche, besser auf meine Haltung und meine Atmung und so zu achten, dann werden meine Zeiten nur immer schlechter. Kimchi, ja, das sehe ich auch so. Das sagst du so leicht, aber ich habe das Gefühl, dass die ganze harte Arbeit umsonst ist. Ich mache einfach null Fortschritte.
Kimchi ist die Lösung für alles. Ja! Denke ich auch. Ich musste sofort an Kimchi denken. Mach nicht zu lange. Gehst du ins Bett? Ah, stimmt, da steht's ja. Nach Technobase, schlaf schön. Danke, dass du da warst. Aber ich weiß noch, dass dieser Geschäftsmann richtig schnell gelaufen ist. Lag das vielleicht an dem Kimchi? Oh nein. Das passiert jetzt wirklich? Wenn ich ihm was von den Killer-Kimchi gebe, dann läuft er vielleicht so schnell, wie er will. Zwar direkt aufs Klo, aber trotzdem. Na klar, gib mir den Kimchi. Probier das mal. Ich weiß nicht, wo der mal diesen Topf herholt hier. Den Krug. Was probieren? Kimchi? Ja, das ist ein spezielles Chili namens Teufelskralle drin. Ich glaube, es könnte dir bei deinem Problem helfen. Okay, jetzt bin ich verwirrt. Was hat denn Kimchi bitte mit meiner Lauftechnik zu tun? Du findest es schon raus. Probier es einfach mal. Ich weiß immer noch nicht, was der Quatsch soll, aber gut, wenn du darauf bestehst. Das ist einfach nur ganz normales Kimchi. Oh, ziemlich scharf. Nein, Moment. Es brennt! Es brennt! Ja. wie war es? Es war perfekt! Das ist genau, wonach ich gesucht habe. Du dampfst ein bisschen, Freundchen. Oh, super, du hast es gefunden, wonach du gesucht hast. Ja. Als mein Verstand von der brutalen Schärfe und den Schmerzen kapituliert hat, hat mein Ego sich aufgelöst. Ich taumelte kurz durch die Realität und wurde zu einem Gott. Ja, genau. Wenn ich das durchhalte, dann breche ich ganz bald meinen Rekord und danach den nationalen Rekord. Tja, freut mich, dass ich helfen konnte. Ja, das hast du wirklich. Und um diesen von Kimchi induzierten Gottesmodus am Leben zu halten, gehe ich wieder laufen. Ich danke dir, Gewürzbringer. Viel Glück. Es war dieses verrückte Kimchi doch tatsächlich zu etwas Nutze. Vielleicht gebe ich es noch ein paar anderen Leuten, die einen Arschtritt brauchen könnten. Wollt ihr Kimchi-Chat? Das nicht Doping? Nicht, dass ich erwarten würde, das allzu oft zu finden. Oh, stimmt, die alte Frau. Oh nein. 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 Wir geben es jetzt nicht der alten Frau. Nein. Nicht der alten Omi. Nein. Warum? Nein, die Arme. Gib's ihr. Ja, die Omi. Ja, dass ihr. Ist mir klar, dass ihr das nicht wollt. Eine Motte. Schmetterling. Die Bälle. Mhm. Und da liegt bestimmt so ein Abzeichen. Skorpion? What the fuck? Das ist Shadows Lieblingsort, finde ich auch. glaube ich auch. So schön hier. Mysteriösen Stein.